Jo Freunde, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge von der Formel 1 2006 Karriere. Im letzten Part sind wir reingestartet in dieses legendäre Formel 1 Spiel. Und ja, dort ging es eben los, zum einen mit den Testfahrten. Wir sind eben bei der Scuderia Toro Rosso zum Glück untergekommen, nämlich als erster Fahrer. Also das lief zum Glück ganz gut. Und wir hatten auch noch das Debüt beim großen Preis von Bahrain. War echt ein sehr, sehr starkes Rennen. Im Qualifying von Platz 9 gestartet, hätte schon noch besser sein können. Aber im Rennen lief es eigentlich mega gut bis zum Box. Boxenstopp, da waren wir theoretisch Dritter, weil wir eben vor Fisichella, vor Barrichello lagen. Dann habe ich leider einen dummen Fehler gemacht und zwar bin ich auf dem Curb einfach gefahren, habe mich weggedreht und dadurch habe ich eben nur noch Platz 6 letzten Endes erreichen können. Sehr, sehr schade. Ich habe eben noch beide Renaults sogar berührt, Alonso und eben Fisichella. Und ja, das hat noch mehr Zeit gekostet. Deshalb bin ich leider eben nur auf Platz 6 ins Ziel gekommen. Trotzdem ein super Debüt auf jeden Fall, sind eben 3 Punkte. Sehr, sehr wertvoll für Toro Rosso. Und ich habe nochmal reingeschaut und zwar bei dem damaligen Projekt vor 2 Jahren, da hatte ich einen 4. Platz mit dem Toro Rosso. Also mit Platz 3 wäre ich sogar besser gewesen als damals. Aber egal, trotzdem gute Punkte. Heute geht es eben weiter in Malaysia. Nicht so, glaube ich, die Strecke, wo man unbedingt Punkte holen kann. Ansonsten, was ich noch auf jeden Fall gerne nachher mal ansprechen möchte, sind erstmal so die grundlegenden Dinge in der Saison 2006. Das habe ich ja leider echt vergessen zu erzählen. Also nicht nur das Reglement, auch die Motoren und so weiter. Das ist, glaube ich, auch noch ganz interessant für euch. Und lasst natürlich auch ein Like da auf diese zweite Folge für dieses Projekt. Ich freue mich echt schon mega. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob das überhaupt was bringt, wenn ich hier im Training diese Rennwagenentwicklung mache. Man konnte die Autos meines Wissens nach sowieso nicht verbessern, deshalb bringt das, glaube ich, gar nichts. Ich gehe dann immer direkt zum Qualifying rein. Und ja, wie gesagt, Malaysia, muss ich mal schauen. Echt eine sehr, sehr coole Strecke. Aber ich weiß halt echt nicht, ob wir da so gut nach vorne fahren können. Das war, glaube ich, schon eine der schwereren Strecken. Und ich muss jetzt mal die Facecam anders einstellen. Oh nein, wir fahren im Regen oder was? Da steht Intermediates. Ach Gott, das wird jetzt auch mal ganz interessant. Und ja, ich bin nach wie vor erkältet, Freunde. Deshalb wird erstmal noch schön Tee getrunken hier. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt hier... Hey, was macht denn der Red Bull? Alles klar, Leute. Was ist das denn für eine Verarsche? Entweder war ich der Schuldige. Ich habe halt nicht genau in den Rückspiegel gesehen. Beziehungsweise es gibt halt gar keinen Rückspiegel damals. Mega dumm, der Red Bull einfach in uns reingefahren. Ich glaube, die Facecam muss ich noch weiter nach oben einstellen. Jetzt müsste, glaube ich, alles passen. Aber ich muss sagen, wie gesagt, die Grafik von damals ist schon mega gut gewesen für die PlayStation 3. Weil das Spiel ist quasi der Re-Release, also die Formel 1 Champion. Championship Edition ist ja eigentlich Formel 1 2006, deshalb wird das Projekt bei mir auch eben Formel 1 2006 Karriere genannt, aber das wurde, glaube ich, erst im Jahre 2007 sogar am Anfang des Jahres Release für die PlayStation 3, war, glaube ich, sogar eines der frühesten PlayStation 3 Spiele überhaupt. Aber was ich nach wie vor halt mega schade finde, dass es halt niemals ein Formel 1 2007 und 2008 Spiel offiziell gegeben hatte, weil eben damals die Lizenz ausgelaufen ist bei Sony und Codemasters hat die Lizenz ja erst Ende 2008 gekauft und das erste Formel 1 Spiel von Codemasters war ja bekanntermaßen Formel 1 2009 erst. Deshalb gab es leider nie ein Formel 1 Spiel zu den Saisons 2007 und 2008. Genau die Saisons, die eigentlich mega geil gewesen sind und meiner Meinung nach hatten die Saisons auch echt somit die schönsten Formel 1 Fahrzeuge. Jetzt aber erstmal schauen, das Ding ist, wir haben jetzt einige Hintermänner. Ich lasse erstmal den Honda durch. Oder, okay, der lässt uns wieder vorbei. Ach man, was ein Idiot hier. Die Fahrzeuge hatten damals im Jahre 2006, glaube ich, überwiegend V8-Motoren. Aber ich glaube, es gab trotzdem noch V10-Motoren. Also unter anderem der Toro Rosso war so, glaube ich, einer der letzten Formel-1-Wagen, die eben V10-Motoren hatten. Mit Cosworth müsste der Motor gewesen sein. Und Toro Rosso hatte damals, glaube ich, eben, wie gesagt, noch einen V10-Motor. Ich glaube, ein Jahr später hatten dann doch schon alle Teams eben V8-Motoren. Ja, jetzt erstmal hier irgendwie ein McLaren hinter uns, Kimi Räikkönen oder so. Mal schauen, ich hoffe, der fährt nicht hinten rein. Ja, genau. Aber Malaysia, echt eine coole Strecke gewesen damals. Fehlt mir eigentlich schon im Kalender. Die Formel 1 Fahrzeuge von damals hatten natürlich auch sehr, sehr hohe Drehzahlen im Vergleich zu heutzutage. Also wir sehen, der Toro Rosso dreht bis zu 17.000. Es gibt ja noch andere Teams, da geht es, glaube ich, bis zu 18.500 oder so. Ey, was für blaue Flagge, was ist das denn? Ich will doch eine schnelle Runde fahren. Naja, egal, ich ziehe einfach durch hier mit dem schönen Toro Rosso. Damals konnten sich die Fahrer auch übrigens noch nicht die Nummern auswählen. Man hatte die Nummern eben beim Team, je nachdem, wie gut das Team im Vorjahr bei der Konstrukteurs-WM abgeschnitten hat. Der Fahrerweltmeister hat eben die Nummer 1 und der Teamkollege Nummer 2 beim Top-Team quasi bekommen. Aber ich muss sagen, die Wagen damals sahen auch sehr, sehr geil aus. Der Toro Rosso, die Nase sieht ein bisschen komisch aus, sehr, sehr fit. Ja, okay, eine 1,45,2 kann man komplett vergessen. Mal schauen, vielleicht wird es sogar noch trockener hier. Aber nach wie vor sehen wir eben Regentropfen auf unserer Kamera. Ja, hier die Kurven sind auch nicht ganz so einfach. Ich fahre halt jetzt mit Ideallinie, weil ich halt die Bremspunkte sonst gar nicht kennen würde. Schon mal 4 Sekunden verbessert, sehr schön nach den ersten beiden Sektoren. Also das Fahrverhalten damals war halt echt nicht so einfach.
Vor allem hier merkt man irgendwie, man kann nicht so stark einlenken, wie man manchmal möchte. Oh, jetzt ist hier Jensen Button, müsste das glaube ich sein. Bitte nicht hinten drauf fahren beim Anbremsen, weil das kann auch mal passieren. Jetzt hier komplett verbremst, kacke. Aber egal, die Runde war deutlich besser. Am Ende, ja okay, 1.40.9, damit sind wir 17. Also langsamer als Christian Albers. Und der fährt eben in einem Midland, heißt eigentlich ein Team, was wir easy schlagen müssten, theoretisch. Jetzt bin ich wieder auf der Strecke draußen, aktuell gerade mal auf Platz 19. Also da muss ich mich schon um einiges verbessern. Und zwar Villeneuve fährt die 1.40.2. Heißt, knapp 7/10 muss ich schon noch rausholen, wenn ich hier weiterkommen möchte. Das wird, glaube ich, echt nicht einfach. Ich habe jetzt auch mal die Traktion umgestellt. Kann man eben hier einstellen. Gibt 3 verschiedene Stufen. Ich bin mal auf 2 runtergegangen. Also davor war es eben Stufe 3 das Maximum. Und jetzt mal schauen. Ein bisschen weniger Traktionskontrolle. Oh ja, das merkt man. Ja, perfekt. Dann doch lieber mal mit Traktionskontrolle, glaube ich, fahren. Vor allem ist die KI bei dem Spiel leider im Regen stärker als im Trockenen. Und das ist halt auch nicht ganz so geil. Ey, so viel Untersteuern haben wir bei den Kurven. Das kann nicht wahr sein. Also das ist schon krass. Aber wir haben ja noch knapp 3 Minuten Zeit. Boah, das heißt, wir haben nur noch eine Runde. Weil damals gab es zum Beispiel noch nicht die Regel, dass man im Qualifying, wenn man über der 0-0-Zeit quasi drüber gefahren ist, die Runde noch zu Ende fahren konnte. Das durfte man damals nicht. Das kam erst im Jahre 2007, glaube ich, dazu, diese Regel. Jetzt die 1.41.8. Boah, ich war sogar schneller, Mann. Ein paar Zehntel sind auf jeden Fall noch machbar. Jetzt aktuell aber die Zeit auch noch schneller geworden. Aber ich glaube, das sollte ich schon hinbekommen, dass ich so 7-8 Zehntel raushole, wenn ich keinen Fehler mache. Ja, okay. Das war erstmal schlecht hier über den Curb gefahren. Das hat safe 2-3 Zehntel gekostet. Ja, der Regen hat doch aufgehört fast schon. Man hätte gefühlt fast mit Schlicks fahren können hier. Ey, der BMW Sauber sieht so schön aus, muss ich sagen. Also vom Aussehen finde ich echt eines der schönsten Formel-1-Fahrzeuge. Vor allem in der damaligen Zeit, 2007, 2008. Da fand ich den Sauber auch immer mega nice. Also die Lackierung finde ich echt richtig hübsch. Und allgemein das Fahrzeug sieht auch sehr, sehr cool aus. Okay, zweiter Sektor war grün, sehr schön. Also nochmal den dritten so gut hinbekommen und dann ist vielleicht noch so Platz 17 oder so drin. Ich hab's ja gesagt, in Malaysia ist es nicht so einfach wie in der ersten Strecke in Bahrain. Aber die Runde hier war schon mal sehr, sehr gut. Kann man sich nicht beschweren. Jetzt hier nochmal gut in die letzte Kurve. Ja, war in Ordnung. Also das dürfte, glaube ich, schon eine gute Verbesserung werden. Vielleicht ja Platz 17, immerhin Scott Speed schlagen am Ende die 1.39.6 und damit sind wir 16. Top. Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass wir jetzt doch Platz 16 hier erreichen. Wenn die Q2-Session sogar im Trockenen ist, ist das auf jeden Fall auch noch besser für uns. Aber schon krass, diese Zeitenunterschiede von damals. Also vom schlechtesten zum besten Team. Alleine von Platz 1 auf uns sind schon über 3,5 Sekunden und das ist schon krass. So, die Runde würde ich gerne zu Ende fahren, weil dieser Sektor, boah, also da ist ja noch so viel Zeit drin. Locker eine Sekunde hätte ich safe noch rausholen können insgesamt. Krass. Also ich hoffe, wir schaffen es weiter. Sieht, glaube ich, gut aus. Ja, Platz 16. Okay, sehr schön. Also wir haben es, glaube ich, geschafft. Jawohl. Also das ist schon nice, weil wie gesagt, da ist echt noch sehr viel Zeit drin. Wenn ich eine gute Runde hinbekomme, ist safe so Platz 12 oder so drin. Nach wie vor anscheinend Intermediates. Bei den Setups habe ich echt leider gar keine Ahnung, was man so einstellen sollte. Ich würde sagen, eigentlich schon eher übersteuern. Also das wäre dann hier in die Richtung wahrscheinlich. Aber ich traue mich irgendwie nicht, da irgendwas einzustellen. Bodenfreiheit, also da kann man eigentlich schon viel einstellen und wahrscheinlich noch viel Zeit rausholen. Also die Strecke sieht jetzt schon sehr, sehr trocken aus. Ich habe das Gefühl, wir schaffen bestimmt gleich noch eine Runde mit Slicks gegen Ende der Session, weil jetzt kommt echt nur noch sehr, sehr wenig Spray von hinten am Fahrzeug. Also ich finde die Anzeigen echt ganz nice. Wir sind natürlich an die TV-Anzeigen von damals angepasst und ich finde in dieser Zeit sahen die eigentlich schon ganz cool aus, diese TV-Anzeigen. Ich glaube, man kann sogar den PS4-Controller hier anschließen. Habe ich jetzt bisher nicht mehr gemacht, weil der PS4-Controller liegt doch ein bisschen besser in der Hand. Und was mich vor allem stört beim PS3-Controller, da sind die Knöpfe so nah beieinander. Ihr könnt auch mal gerne reinschreiben, wer das Spiel selbst auch mal gezockt hat, das alte Formel 1 2006. Also ich muss sagen, echt so eines meiner Lieblings-Formel 1-Games, was ich immer mal wieder gerne wieder anzocke. Boah, das war auch super. Also bisher die Runde top. Je nachdem, ob es sich halt nochmal verschlechtert, das Wetter, oder verbessert. Aber ich glaube, ja, jetzt ist die Strecke schon komplett trocken. Heißt, man kann eigentlich mit Slicks schon fahren. Das heißt, selbst diese gute Runde wird uns wahrscheinlich nicht in Q3 bringen, weil sich die KI nochmal verbessert aufgrund des guten Wetters und weil wir, wie gesagt, jetzt Intermediates drauf haben, obwohl es trocken ist. 1.36.2. Also die Runde war schon top, ohne Fehler, aber ich muss auf jeden Fall jetzt raus auf Slicks fahren. So, genau hier, trocken, weich natürlich. Aktuell sind wir auf P16, das war klar, weil wahrscheinlich die anderen Fahrer auf Slicks gefahren sind. Oh Gott, was war das denn hier? Komplett weggedreht, scheiße. Okay, let's go. Jetzt auf den Slicks nochmal unterwegs. Mal schauen, ob ich besser als Platz 16 hier sein kann. Ich denke, Platz 12, 13 ist schon machbar eigentlich. Mal schauen, oh, die Slicks, die haben deutlich mehr Grip, merke ich jetzt schon. Also klar, die Intermediates im Trockenen waren auch nicht schlecht, aber die Slicks, die sind doch noch eine ganze Ecke schneller.
Erster Sektor schon mal 4/10, sehr schön. Oh, das war auch ganz okay. Na doch, das war perfekt. Boah, das sieht gut aus. Also bisher die Runde bin ich schon sehr zufrieden. Hätte ich nicht unbedingt viel besser gekonnt bisher. Hier nicht weggedreht. Jawohl, das war auch top. Sehr schön, zweiter Sektor. Und 1,7 Sekunden, wow. Okay, also wenn ich hier das Ganze schaffe, wären ungefähr 2 Sekunden schneller. Und dann wäre ich safe auf Platz 13, glaube ich. Also bisher bin ich echt zufrieden. Ja, dritter Sektor war auch in Ordnung, hier die Kurve bisher. Also ich glaube, damit kann ich schon sehr weit nach vorne kommen. Also zumindest für den Toro Rosso ist das schon sehr, sehr ordentlich, glaube ich, die Leistung. Ja, die letzte Kurve war jetzt nicht perfekt. Bisschen draußen noch hier und beim Bremsen nicht perfekt, aber egal. War trotzdem eine gute Runde, glaube ich, am Ende die 1:33,7. Boah, damit sind wir auf Platz 10, Freunde, jawohl. Also Q3 ist plötzlich hier drin, okay. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass wir hier so schnell sind. Ich dachte echt, Malaysia wäre viel zu schwer, aber irgendwie bin ich doch nicht so schlecht gerade. Bin ich zufrieden, fiel jetzt auch nicht so viel Zeit fürs Qualifying opfern. Wenn wir es in Q3 schaffen, dann bin ich zufrieden. Wenn nicht, dann bin ich auch zufrieden, weil die Runde war echt schon sehr, sehr stark. Okay, dann mal schauen. Aktuell sind wir deutlich 3/10 vor Ralf Schumacher. Also das sollte dann echt reichen. Aktuell sind wir 10. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir kommen hier in Q3 sogar. 1/10 von Nick Heidfeld. Ich weiß gar nicht, ob man eine Runde fahren muss, weil es bringt sowieso, glaube ich, nichts in Q3 zu fahren, weil wir einfach zu schwach sind. Dann schaue ich einfach mal rein. Fahrzeug-Setup, genau. Und zwar, weil ich jetzt eigentlich sowieso nicht fahren möchte hier in der Session, denke ich, passt das mit 6 Runden. Also Runde 6 von 12 fahre ich in die Boxengasse. Das Ding ist irgendwie, ist der erste Stint bei mir immer schneller bei dem Spiel gewesen, also im Rennen. Und der zweite Stint immer langsamer. Deshalb will ich auf jeden Fall so lange wie möglich den Stop hinauszögern. Aber ich denke, das passt so ungefähr bei der Hälfte. Werde ich dann in die Boxengasse fahren, Runde 6 oder Runde 7. Ich glaube, das mache ich dann sogar. Perfekt, okay. Das passt, Freunde. Und damit beende ich erstmal die Session. Weil, wie gesagt, wir schaffen sowieso keine gute Runde hier in Q3. Wenn ich selbst in Q2 ganz knapp nur weitergekommen bin in die nächste Session. Ja, ist mir jetzt egal. Ich denke, Platz 9 maximal könnte ich rausholen. Damit sind wir am Ende 10. Schumacher auf Pole. Räikkönen 2. Boah, die sind richtig schnell gefahren. Ja, bin ich echt zufrieden mit dem Qualifying. Sehr, sehr gutes Ding auf jeden Fall. Platz 10, Freunde. Hätte ich, wie gesagt, echt nicht erwartet, dass wir überhaupt so weit nach vorne kommen. Und damit geht es los mit dem Rennen hier in Malaysia. Genau, Runde 7 fahren wir in die Boxengasse. Ich glaube, das werde ich jetzt eigentlich sowieso immer überspringen. Befindet sich im Randgebiet der Hauptstadt. Diese Strecke ist fahrerisch sehr anspruchsvoll und verlangt den Piloten bis ab. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass es am Start vielleicht einen Unfall gibt. Mal schauen, wir starten eben von P10. Oh, zum Glück auf der rechten Seite. Das ist top, sehr schön. Okay, damit geht's los, Freunde. Ich bin echt schon aufgeregt hier. Sehr gutes Qualifying mit Top 10. Sehr starke Sache. Und jetzt geht's los hier in Malaysia. Wir legen los. Start war wie immer ganz solide. Mit dem Einlegen vom Gang. Und jetzt geht's los hier. Erstmal im Windschatten. Am besten hier natürlich reinbremsen wie in Malaysia mit der Dive Bomb. Bisschen Windschatten mitnehmen jetzt hier reinbremsen. Natürlich kein Unfall am besten bauen. Jawohl, sehr schön. Das war gut. Wir sind 8. Sehr stark. Wichtig. Ohne. Das ist ein Ferrari. Auch nicht so schnell und wir kommen auch, glaube ich, vorbei an Massa und Trulli. Und damit sind wir schon 6. und da vorne Alonso. Komm mal, den will ich auch noch hier haben. Das läuft bisher top, der Start hier gegen Alonso. Jetzt reinbremsen, kein Unfall bauen. Ja, okay, Alonso bremst selbst spät und damit bleiben wir aber auf Platz 6. Ich will natürlich nicht zu übermütig agieren, genau das meine ich jetzt hier, weil... Boah, ich will jetzt... Fuck. Ey, Mann, was mache ich denn? Ich hatte halt Angst, dass Massa neben uns ist. Das Ding ist, es gibt leider hier keine Spiegel, also keine Möglichkeit, sich umzuschauen, weil der rechte Stick hat einfach keine Funktion. Aber aktuell Platz 7 ist schon sehr, sehr stark, also wären theoretisch 2 Punkte. Aber vor uns Felipe Massa und Alonso sehen auch nicht so schnell aus. Ich komme hier sogar ran und das ist geil. Also da vorne, der Honda ist anscheinend nicht ganz so schnell. Mal schauen, also bisher bin ich echt zufrieden mit der Pace. Das Einzige, was hier ein bisschen kritisch war, und so die Boxeneinfahrt. Ja, Massa und Alonso können sich absetzen, das war aber klar. Aber trotzdem, der Start lief super. Also wie gesagt, immer schön Divebomb reinmachen und dann kommt man irgendwie ganz gut durch. Das ist so die Meta bei dem Spiel. Ah, das müsste, glaube ich, Button. Genau, Button ist auf Platz 5. Ich denke, im zweiten Stint vor allem wird es trotzdem schwer, vor Trulli und Barrichello zu bleiben, weil ich bin halt im zweiten Stint immer ein bisschen langsamer als die KI, komischerweise, bei dem Game. Das Gute ist, hier gibt es nicht so viele Stellen, wo man sich wegdrehen kann, wie in Bahrain. Also eine Sekunde hinter Massa ist gar nicht schlecht. Ich verliere irgendwie immer viel Pace auf den Geraden, leider. Also das merkt man irgendwie einen Unterschied.
unser Auto anscheinend nicht das Beste in Bezug auf die Geraden. Hier zum Beispiel, boah, in den Kurven komme ich so schnell ran. Also das heißt, eigentlich sollte ich die Setups auf jeden Fall mit weniger Abtrieb einstellen, weil hier zum Beispiel im dritten Sektor bin ich jetzt nah dran, durch den ersten und zweiten. Aber da da vorne ist ein Motorschaden und da sind die Ölspuren. Jawohl, Freunde, das heißt, wir bekommen einen Platz geschenkt und das müsste Alonso, glaube ich, sein, oder? Oh, ja, das ist das Chaos Alonso. Ne, Fisichella. Und jetzt an Massa vorbei. Come on, mit Windschatten an Felipe Massa. Ah, okay, da merkt man den Unterschied. Trotz Windschatten verlieren wir Zeit. Aber das Geile ist, wir haben einen Platz geschenkt bekommen. Und jetzt gegen Massa mit Windschatten. Und wir bremsen ganz, ganz spät. Und wir kommen an Massa vorbei. Dankeschön, Fisichella, für deinen Ausfall. Dadurch mussten halt die Gegner langsamer machen. Und wir konnten schön die Lücke schließen, an Massa vorbeischießen. Jawohl, Freunde, damit sind wir Fünfter. Genial. Also wenn wir heute wieder Punkte bekommen, das wäre schon geil. Jetzt kommen wir sogar an Jensen Button ran. Also irgendwie bin ich gerade richtig gut unterwegs. Keine Ahnung, was da abgeht. Oh ja, genau diese scheiß Kurve. Ich hasse die. Manchmal erwischt man die mega gut und manchmal verkackt man halt da komplett. Also mit einem Punkt, wenn ich hier nach Hause komme, wäre ich echt schon zufrieden. Weil in Malaysia rechne ich echt nicht mit Punkten. Und aktuell sind wir sogar Fünfter, also besser als in Bahrain. Ja, Windschatten fehlt. Da sieht man, Massa kommt so rangeschossen, Digga. Alter. Also ohne Windschatten sind wir echt verloren auf den Geraden mit dem Toro Rosso leider. Okay, Massa am besten links halten. Und Massa, ja, der kommt, sollte nicht vorbeikommen hier. Ey, genau vor sowas habe ich Angst, Digga. Weil die KI irgendwie manchmal so richtig dumm fährt. Man kann, glaube ich, leider keinen Spiegel einstellen, genau. Jetzt zum Beispiel habe ich die Kurve deutlich besser erwischt. Einfach in einem Zug durchziehen. Also aktuell sieht die Pace im ersten Stint echt top aus. Ich bin ungefähr gleich schnell wie Felipe Massa. Vor allem im zweiten Sektor bin ich sogar schneller und im ersten. Und da komme ich jetzt wieder an Button ran. Das Problem ist, ich bin nicht nah genug dran, um Windschatten zu bekommen, leider. Boah, wir sind schon 3,3 Sekunden vor Trulli. Boah, okay. Das ist krass. Also ich habe eine Sekunde gut gemacht auf Jano Trulli. Heißt, Platz 6 sollte eigentlich schon relativ safe sein. Außer meine Pace ist halt deutlich schlechter im zweiten Stint. Und die ersten sind schon in der Boxengasse sehr, sehr früh. Ja, die Reifen machen jetzt auch die ersten Anzeichen von Abnutzungen. Hier im Spiel gab es damals eben auch noch keinen Safety Car. Das kam ja sowieso erst Formel 1 2011, glaube ich, rein. Ah, scheiße, die Reifen nutzen sich plötzlich voll schnell ab hier. Also jetzt schon mega kaputt auf einmal. In Bahrain haben die richtig lange gehalten. Und hier haben wir noch viel zu viel Benzin, aber ich muss eigentlich gefühlt schon in die Boxengasse reinfahren. Ich habe ein bisschen Angst, weil wenn die Reifen stark abgenutzt sind, kann man sich echt leicht wegdrehen beim Bremsen. Ich werde, glaube ich, doch dann eine Runde auf jeden Fall früher reinfahren, weil die Reifen halt echt sehr, sehr schnell kaputt gehen plötzlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir im letzten Rennen in Bahrain irgendwie mit den harten Reifen gestartet sind, weil irgendwie hat der erste Reifensatz voll lange gehalten und hier in Malaysia ist es genau umgekehrt. Ich muss mal später dann reinschauen, wie gut ich damals gewesen bin bei der Karriere hier in Malaysia. Ich weiß aber nicht, ob ich damals Punkte geholt habe. Ich glaube nicht. Weil ich möchte jetzt sowieso nicht mehr unbedingt so viel länger mit den Reifen hier fahren, weil die, wie gesagt, schon gut kaputt sind. Oh, da vorne wieder in der Ölspur. Am besten einer von vorne, Alonso oder so. Aber ich glaube, das war kein Vordermann. Ich fahre jetzt neben der Ideallinie. Genau, das war genau hier. Das ist auch tückisch bei dem Spiel. Wenn die Ölspur eben auf der Ideallinie ist. Und wenn man dann dort drüber bremst, kann man sich auch noch leicht wegdrehen. Also das ist schon gefährlich bei dem Game. Oh, okay. Die Runde war jetzt gerade mega schlecht. Wir fahren auf jeden Fall relativ spät in die Boxengasse. Button und Kimi Ray können ziehen aber auch noch durch. Also keine Ahnung, Massa und so waren halt echt früh in der Box. Klar, dann haben wir später auf jeden Fall den Vorteil. Also vor Massa komme ich, glaube ich, nicht mehr raus. Aber ich denke, vor Trulli sollten wir eigentlich safe nach dem Stop sein. Ah, ich glaube, Trulli ist sowieso ausgeschieden. Weil da steht dann Toyota auch auf der Minimap in der Boxengasse. Das müsste wahrscheinlich dann Trulli sein. Weil ich habe sonst keinen Toyota da im Bereich von Massa mehr gesehen auf der Streckenkarte. Und ja, aktuell der Abstand auf Button 4 Sekunden. Also ich habe schon viel Zeit verloren. Weil die Pace ist jetzt nicht mehr so gut. Boah, das war knapp vor dem Abkürzen. Weil das Dumme ist, hier, wenn man abkürzt, bekommt man so eine scheiß Strafe. Boah. Okay, die Reifen sind echt komplett am Ende. Also ich werde jetzt auf jeden Fall reinfahren. Wie gesagt, Massa wird, glaube ich, schon durchkommen. Also vor uns. So, jetzt die Boxeneinfahrt. Die ist halt ganz dumm. Okay, danke schön für die blaue Linie. Oh, Digga. Fast hier der Unfall, oder was? Okay, hier bremsen irgendwo. Das Ding ist, man sieht auch gar keine Linie, wo man eben halten muss. Beziehungsweise 80 km/h. Jetzt Boxenstopp, auch wichtig. Okay, da vorne halten wir erstmal schön den guten Jensen Button auf. Jetzt kommt es drauf an, Freunde. Ich glaube, X-Kreis Dreieck war das erste. Genau, zack. Sehr schön. Und zack, 8,3. Okay, bisschen schneller, eine Zehntel, wow. Okay, der Stop war aber gut. Wir sind, glaube ich, näher an Button. Und Alonso, Massa, die kommen da irgendwo erst. Und wir sind, glaube ich, oh, da ist Alonso. Und wir kommen vor Fernando Alonso raus. Damit sind wir Vierter, Freunde. Was ist das denn? Hä? Warum bin ich so gut? Alter, wir sind einfach Vierter nach dem Boxenstopp.
Ich dachte echt, die würden safe hinter Massa rauskommen. Jetzt sind wir sogar vor Fernando Alonso. Digga, wie geil ist das denn? Also sind aktuell Vierter und könnten damit... Ey, Digga, Alonso, du kleiner Wichser. Ey, was soll die Scheiße? Alonso will uns hier wegdrehen oder was soll das? Wir sind aktuell Vierter, hätten 5 Punkte. Also das wäre echt genial, wenn ich hier 4 Punkte, wenn ich hier 5 Punkte mitnehme. Allein schon überhaupt Punkte zu haben, ist hier in Malaysia, glaube ich, nicht so einfach. Und jetzt aktuell Vierter, damit wären wir besser als in Bahrain. Hätte ich echt niemals mitgerechnet. Und wir haben sowieso die viel besseren Reifen. Wir waren, glaube ich, 3 Runden später als Massa drin und eben 2 Runden später als Alonso. Das müssten dann 15 Runden neuere Reifen theoretisch sein, weil das Ding ist, wir fahren ja 20% Renndistanz. Also mal 5 wären quasi statt 3 Runden 15 Runden frischere Reifen. Und damit sollten wir, glaube ich, locker auf Platz 4 kommen. Ja, wir sehen es hier. Wir sind deutlich schneller als Alonso. Allein im zweiten Sektor 1 Sekunde abgesetzt. Klar, hinter uns sind echt viele Top-Fahrer. Alonso, Massa, ein McLaren und eben noch Barrichello. Aber das Ding ist, wir haben echt gute Karten. Wir müssen noch 4 Runden, glaube ich, fahren und haben echt viel, viel bessere Reifen. Hätte ich aber, wie gesagt, niemals mitgerechnet, dass ich in Malaysia so gut bin. Das war irgendwie damals immer so eine Strecke, wo ich mega schlecht war. Also wenn man anscheinend die Strecken gut meistert, fehlerfrei hinbekommt, hat man echt gute Karten. Eine Strecke, die damals leider nicht im Kalender gewesen ist, und zwar Belgien, weil in Spa genau in dem Jahr irgendwelche Umbauarbeiten stattgefunden haben an der Boxeneinfahrt. Also leider kein Spa in dem Formel 1 Spiel. Am besten so eine große Lücke wie möglich rausfahren, bevor unsere Reifen anfangen wieder abzubauen, weil da haben wir gesehen, war ich schon deutlich schwächer. Aber anscheinend wurde Massa oder so auch aufgehalten, weil unsere Pace war nicht gut, trotzdem sind wir vor Massa rausgekommen und vor Alonso. Boah, jetzt habe ich hier die Kurve nicht gut erwischt, jetzt kommt Alonso ganz gut auf jeden Fall ran. Im Windschatten der Spanier. Ich fahre auf jeden Fall links. Nicht, dass er mir hinten drauf fährt, der Idiot. Boah, ey, die Topspeed vom Renault ist echt krass. Jetzt nur noch 3 Runden zu fahren, das sollte eigentlich machbar sein. Also mindestens mal Platz 5 sollten wir schon safe vor Massa schaffen. Ey, Digga, Alonso, was machst du denn? Warum will der hier immer überholen, dieser kleine Idiot, Alter? Ich schwör's euch, ich mach nichts falsch und Alonso fährt mit 2-mal da hinten rein. Also genau deshalb ist es so eine Hassliebe bei dem Spiel. Einerseits macht das mega Spaß, aber die KI fährt manchmal wie die größten Arschlöcher. Das Ding ist, das gibt's halt gefühlt bei jeder Strecke hier im Spiel. Irgendeine Stelle, wo die KI mega rabiat immer reinfährt. Und jetzt weiß ich, wo die Stelle ist, heißt nächstes Mal werde ich auf jeden Fall da die Tür zuhalten. Come on, jetzt sind wir weit weg auf der Gerade, sollte safe sein. Also noch 2 Runden muss ich aushalten, ohne dass mir Alonso wieder ins Auto fährt. Komm mal, und 2 Runden sollten doch nicht mehr allzu schwer sein. Platz 4 wäre genial, 5 Punkte. Also ich hätte echt mein Leben darauf gewettet, dass wir in Bahrain mehr Punkte holen werden als in Malaysia hier bei dem Spiel in der ersten Saison. Aber wir schaffen es wirklich, einfach mehr Punkte zu holen wahrscheinlich als in Bahrain. Okay, jetzt ist Alonso, glaube ich, weit genug weg, dass er nicht hier eine Attacke machen sollte. Ich fahre extra jetzt weiter rechts, damit Alonso ja nicht da reinfährt, so... Gut, Alonso schafft es diesmal nicht. Die Reifen aktuell auch noch top. Also wie gesagt, hat sich mega gelohnt, dass ich den Stint eben so weit ausgebaut habe bis zur Runde 7. Boah, hier sind wir einfach so viel schneller. Das ist unfassbar. Also echt krank, wie schnell ich hier bin im zweiten und Anfang dritter Sektor. Aber ihr seht gleich, der Vorsprung wird am Ende von dem dritten Sektor nicht mehr so groß sein, weil wir einfach viel langsamer auf der Gerade sind. So, nochmal hier. Gleich kommt die letzte Runde. Das sieht echt gut aus. Also wenn ich keinen Fehler mehr mache, sollte das hier safe Platz 4 sein. Wirklich unglaubliche Leistung. Hätte ich niemals gedacht. Alleine Platz 10 in Qualifying war schon stark. Aber ich dachte im ersten Sinn, dass wir safe dann nur so 6. 7. werden. Also entweder hinter Massa oder eben vor Felipe Massa. Das ist halt schon krass, dass wir noch Alonso überholt haben und Fisichella ist halt ausgeschieden und deshalb haben wir quasi noch einen Platz mehr geschenkt bekommen und jetzt fangen die Reifen erst an abzubauen, heißt wir haben es echt sehr, sehr gut gemanagt. Ja, die Reifen werden wieder ein bisschen orange sogar schon ganz schön schnell hinten links. Sind wir ganz weit vor Alonso, also wenn da noch was schief geht, dann weiß ich echt nicht, dann beende ich die Karriere, Freunde. Nee, aber echt geniales Rennen, muss ich sagen. Unfassbar, hätte ich niemals gedacht, dass wir hier Vierter werden. Gewonnen hat Michael Schumacher und wir hier noch, oh nee, das ist gefährlich. Aber egal, ganz entspannt, Freunde. Und wir kommen hier auf Platz 4 ins Ziel. 5 Punkte, einfach unfassbar, hätte ich niemals gedacht. Einfach besser als in Bahrain. Wir haben nach 2 Rennen schon 7 Punkte. Ne, es sind sogar 5 Punkte, genau. Wir haben damit schon 8 insgesamt. Top, geiles Ding. Also echt krasse Leistung von Platz 10 auf Platz 4. Sehr geil, hat mega Spaß gemacht, das heutige Rennen, Freunde. Lasst dazu gerne natürlich ein Like da. Gewonnen hat Schumacher. Kimi ist 2., Button 3., also fast sogar ein Podium. Wir auf Platz 4, Alonso 5., Barrichello 6., Massa, dann Montoya. Aber das nicht ganz so zufriedenstellende Ergebnis in Bahrain habe ich heute absolut wieder wettgemacht. Ich bin mega zufrieden mit Platz 4. Unfassbar ausgeschieden. Ralf Schumacher, Trulli und Fisichella. Der Teamkollege ist auf Platz 15, Scott Speed.
Rennstallgebiet. Und bei der Fahrerwertung sind wir damit auf Platz 5 sogar. 8 Punkte. Krass, mehr als die beiden Renault, also mehr als Fisichella und mehr als Alonso. Das ist schon heftig. Und bei den Konstrukteuren sind wir immer noch 5. Toro Rosso schreibt eindrucksvolles Rennen. Das war eine atemberaubende Leistung. Sehr schön. Perfekt. Also Toro Rosso ist zufrieden. Das freut uns natürlich. Ich glaube, Melbourne war aber auch eine Strecke, wo es eher schwieriger war. Ich denke, so leicht wie in Malaysia wird es nicht mehr. Vor allem in Melbourne ist es, glaube ich, echt schwer, eine fehlerfreie Runde immer zu schaffen. Ich schaue mal ganz kurz in den Rennkalender rein, dass ihr auch ungefähr wisst, was für Strecken da kommen. Ah, perfekt. Man sieht gar keine Strecken im Kalender. Ich gehe noch mal kurz die Zeit voran, Freunde. Und damit würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge. Lasst gerne wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Heute mega geil. Platz 4, also 5 Punkte in Malaysia. Top-Rennen gewesen. Beim nächsten Part geht es dann weiter in Melbourne. Auch eine sehr coole Strecke in Australien. Ich schaue noch mal ganz kurz in den Rennkalender rein. Genau, also Melbourne kommt und danach kommt Imola, was auch geil, weil das ist eben eine Strecke, wo man, glaube ich, auch gut Punkte holen kann, genauso wie auf dem Nürburgring. Und dann kommt Katalonien, das ist eine Scheißstrecke. Und dann kommt Monaco, auch eher schwierig. Silverstone auch schwierig. Montreal kann man, glaube ich, Punkte holen. Indianapolis vielleicht auch mit Glück. Und Magny-Cours, da kann man auf jeden Fall einen Sieg holen, Freunde. Hockenheim kann man vielleicht auch Punkte holen. Budapest eher schwierig. Istanbul konnte man auch Punkte holen. Monza geht so. Shanghai, glaube ich, auch schwer. Suzuka weiß ich nicht mehr genau. Interlagos, glaube ich, auch nicht. Aber ja, es gibt schon noch einige Chancen, wo wir, glaube ich, schon echt gute Punkte mitnehmen können. Und wenn ich heute sogar auf Platz 4 gekommen bin, auf einer Strecke wie Malaysia, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass wir so weit nach vorne kommen, sind vielleicht doch einige Überraschungen möglich. Damit war es aber das jetzt wirklich heute mit der Folge. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Und ciao. I'm reaching out for arms.